Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2 mit Miriam und Alex. Ja, und wir haben noch ein bisschen Strecke zu absolvieren. Wir können mal gerade auf die Weltkarte schauen, wo wir denn ungefähr sind. Wir sind schon an Osnabrück vorbei. Das heißt, wir könnten das sogar bis Amsterdam schaffen, ohne dass wir die Pause machen müssen. Meine Schätzung war ja eigentlich, dass wir zwischen Osnabrück und Amsterdam unsere Pausenzeit quasi einlegen sollten, müssten, was auch immer. Aber wir haben noch 3 Stunden 20 und da können wir das sogar vielleicht schaffen, bis nach Osnabrück zu kommen, bis nach Amsterdam zu kommen, wo wir dann eben die Fähre nach England rübernehmen, könnten wir das sogar schaffen vielleicht. Und ja, die Fähre wird dann auch deutlich, deutlich Zeit von der Uhr nehmen. Ich glaube, nach der Fähre in England werden es dann nur noch so 3 oder 6 Stunden Fahrzeit sein. Irgendwas dazwischen wahrscheinlich. Zumindest so nach Weltkarte ungefähr. Und das ist auf jeden Fall schon mal nice. Aber mal schauen, noch haben wir ein paar hundert Kilometer, zumindest bis Amsterdam, halt eben, bis wir dann quasi zur Fähre kommen. Aber ja, wie ihr aber auch wisst, bin ich immer noch am Vorproduzieren, von daher gibt es im Moment keine Themen-Talks, sondern ich rede ein bisschen über das Spiel. Ist ja aber auch, wie gesagt, auch mal für die paar Folgen, wo ich quasi jetzt für meinen Urlaub vorproduziere. Ich bin jetzt gerade im Urlaub noch, wenn dieses Video hier kommt, schön am Chillen am Meer oder ja, irgendwo an der Stadt rumfahren, was weiß ich. Wir werden zumindest so geplant, wie gesagt, ich nehme es jetzt natürlich noch am Samstag vorher auf, zumindest geplant, dass wir 1-2 Tage uns ein Auto nehmen und rumfahren, dann nochmal 1-2 Tage in ein paar Nachbarorte fahren mit einem Bus, was man halt eben auch kann, und ja, ansonsten halt eben eher so am Strand chillen oder in der Stadt, wo wir quasi unser Hotel ist, chillen. Wobei man sagen muss, wir sind nicht so typische Touristen mit All-Inclusive-Bunker, sondern wir haben schon eher Bock, immer dahin zu fahren und ein bisschen was von der Stadt und so und von dem Feeling dort zu erleben. Wir sind also in einem normalen Hotel mit Frühstück nur. Und ja, essen dann in Tavernen ganz normal halt eben. Wie es halt geil ist, dass man auch viel von Griechenland an sich mitbekommt, also von den Leuten an sich mitbekommt. Das Thema mit Griechenland an sich will ich nicht öffnen, aber naja, es gibt inzwischen ja viele Leute, die lassen sich von sehr viel verrückt machen. Auch jetzt, wo das in der Türkei passiert ist, wollen ja alle wieder ihre kostenfreie Urlaube stornieren und die Reiseanbieter sagen einfach nö, weil ist ja auch so. Weil ich halt viele Leute wieder sehr stark von irgendwelchen, wie jetzt bei dem Militär-Punsch-Versuch oder wie das heißt, Punsch, ne? Ne, nicht Punsch, Push, genau. Ach, wie auch immer. Haben die sich ja, ihr wisst ja, was ich meine, haben die sich ja versucht, auch wieder jetzt alle zu stornieren, weil klar, okay, das ist jetzt sehr, sehr bremslich, wenn man jetzt heute oder sowas fliegt, dann, also wenn man jetzt direkt, wo es passiert ist, quasi fliegt oder einen Tag später fliegt. Aber in der Woche ist da eh wieder Ruhe und ein Puff. Und gerade die Urlaubsregionen, die sind ja absolut ruhig, was das angeht. Das wird ja eher in den Großstädten alles immer, geht das Ganze ja immer eher ab, als wie in den Urlaubsregionen. Was auch, ja, dann gar nicht so sehr was ausmachen sollte. Okay, so, aber gut, wie gesagt, thematisch gibt es nicht so viel anzusprechen, aber wir können gleich mal auf jeden Fall dann, wir haben ja schon 100.000 jetzt und wenn wir dann 100.004, sieht auch irgendwie geil aus, die Summe. Wir können dann auf jeden Fall gleich kommen wir dann eh an der Überführung an und dann, sobald wir halt eben drüben sind, müssen wir dann noch ungefähr 6 Stunden wahrscheinlich fahren und dann können wir unseren Auftrag schon abgeben. Was auf jeden Fall nicht schlecht ist. Ja, und dann kriegen wir unsere ca. 50.000, wahrscheinlich ein bisschen weniger als 50.000. Eigentlich sollten wir, wie ihr hier seht, 52.000 bekommen. Aber wir haben ja schon 2% Schaden an der Fracht. Von daher werden wir 5.000, ich hoffe noch unter 5.000, könnten aber auch 5.000 bis 10.000 Abzug. Und da bekommen wir ja mindestens 45.000, würde ich mal sagen, so grob. Und damit können wir auf jeden Fall schon mal was anfangen. Um dann eben gut, wir kriegen ja noch Einnahmen von unseren Fahrern rein, von daher, vielleicht reicht es sogar mit den reinen Einnahmen von unseren Fahrern schon aus. Obwohl das nicht, auf jeden Fall nicht. Aber, ja, mal schauen. Mit der Aufnahme von noch einem Kredit oder sowas können wir da auf jeden Fall direkt noch einen neuen LKW kaufen. Dann ist es der 5. LKW für die Garage in Liverpool. Da können wir uns, wie gesagt, dann in der nächsten Folge damit beschäftigen, mal zu schauen, wie viel in
eine Garage in Stockholm, die wir uns als nächstes kaufen möchten, denn kostet. Und so kommen wir Stück für Stück immer weiter voran, was halt mega geil ist, nehmen immer mehr Money ein innerhalb von einer kürzeren Zeit und können immer mehr Garagen dazu kaufen und voll machen. Was halt echt immer geiler wird. Aber gut, wir sind ja auch schon in Folge 100. Ich kann mal kurz gucken, ich habe meinen Uploadplan nebenbei offen. Das hier ist die Folge 133. Von daher, ja, wir sind ja schon relativ weit auch mit der Folgenanzahl. Und ich habe das ja schon vorher sehr, sehr oft gespielt. Ich könnte schon tausendmal weiter sein, wenn man nicht immer so viele Unfälle bauen würde. Seitdem ich jetzt Player auf dem Kanal, baue ich sogar relativ wenig Unfälle. Früher habe ich ja noch mehr Unfälle gebaut, wo ich es einfach nur so gespielt habe, ohne Aufnahme. Und ja, U-Truck Simulator 2 ist auch irgendwie so ein historisches Projekt für mich, weil das war auch das erste Projekt, mit dem ich irgendwann vor über 3,5 Jahren quasi das erste Mal getestet habe, wie es denn überhaupt funktioniert, ein Video aufzunehmen. Und damals noch einfach mit mein Ton mit Outer City und das Spiel mit Fraps aufgenommen, wo ich einfach nur getestet habe, wie funktioniert es denn überhaupt, ein Spiel aufzunehmen und das Video für YouTube zu schneiden. War damals noch auf irgendeinem random Kanal von mir. Ja. Wo ich heute gar nicht mehr habe oder gar nicht mehr weiß, wie der heißt, keine Ahnung. Aber, jo, das war auf jeden Fall, ich glaube, Alex Fun Let's Plays oder irgend so ein Bullshit habe ich den genannt. Damals. Kamen aber auch nie Videos drauf, da habe ich das Video als privat hochgeladen, habe es aber nicht veröffentlicht. Das wäre echt interessant, aber das Video habe ich, glaube ich, nicht mehr. Das Video habe ich auch, glaube ich, von dem Kanal als privat gelöscht. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich Zugriff, ich glaube, ich habe noch Zugriff, oder ich habe die Zugangsdaten zu dem Kanal, glaube ich, sogar gelöscht. Also wie gesagt, das wäre interessant, weil es mein allererstes Let's Play war, aber ja gut, da habe ich auch ein bisschen getalkt, aber wenn man sich auch jetzt schon die Let's Plays, die hier auf APK Game Pros gekommen sind, von vor über 3 Jahren anschaut, wie ich da geredet habe und wie ich jetzt rede, dann kann man es einfach nicht vergleichen, weil man macht einfach eine riesige Entwicklung in der Zeit, auch wie man halt unterhält, wie man halt labert und so weiter. Natürlich verbessert man da stark seinen Stil, ist ja klar, und er verbessert einfach seinen Fluss, wie man redet. Wir sind jetzt an Osnabrück, schon in Amsterdam. Das war nicht gut. Wir fahren gerade schon an Amsterdam vorbei, was schon mal ganz nice ist. Ja. Aber wir haben jetzt 5%, nee, 2% Schaden, okay. Das geht. Geschwindigkeitsüberschreitung, Mami. Komm, hau ab, du Scheißmeldung. Ich muss wissen, wo ich lang fahre. Okay, perfekt. Nee, aber wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. Wir fahren jetzt schon an Amsterdam vorbei gerade. Das heißt, wir sind schon mal bald bei der Fähre. Jedenfalls denke ich das so, oder? Ich gucke mal hier gerade in die Weltkarte rein. Ja, perfekt. Wir fahren gerade schon an Amsterdam vorbei. Wir sind gleich schon an der Fähre. Und das passt locker ohne Strafzahlung mit der Ruhezeit. Denn jetzt fängt der Typ an zu gehen. Das heißt, wir haben noch 1 Stunde 16, wie ihr gerade seht, bis wir quasi die Ruhezeit auf jeden Fall müssen oder halt eben eine Geldstrafe kassieren. Bis in 1 Stunde 16 werden wir auf jeden Fall an der Fähre angekommen sein. Und dann zählt quasi die Ruhezeit, die wir dann bekommen. Weil die Fahrzeit der Fähre zählt auch als Ruhezeit. Und die Fähre wird auch locker so 12 Stunden von der Zeit runternehmen. Was auch schon mal ganz nice ist. Ich muss Gas geben, ich muss den überholen. Ich muss hier rüber. Perfekt. Also ich hätte fast wegen dem Überholmanöver, an dem hätte ich fast meine Ausfahrt nicht bekommen. Das wäre nicht so geil gewesen. Das wäre überhaupt nicht geil gewesen. Was habe ich jetzt bekommen? Ach, Kreditraten wurden abgezogen. Okay, ich habe zwischenzeitlich noch Geld reinbekommen von meinen Fahrern und jetzt wurden Kreditraten abgezogen. Alles klar. 15.000. Okay, wir sind bei 94.000 wieder zurückgefallen, aber ist ja auch egal. Wir kriegen ja dann eh ungefähr 45.000 rein. Und ja gut, wir müssen unseren LKW wieder nochmal reparieren. Aber das kostet auch noch ein bisschen was, aber gut. Wir bekommen, ist heute auf jeden Fall mit Abgabe des Auftrages und mit einem Kredit noch lang, dass wir uns den für 200.000 Euro den neuen Kredit und LKW für die Garage kaufen können. Für die Garage in Liverpool kaufen können. Aber ja, das wird wahrscheinlich die nächste Folge erst, wo wir den Auftrag dort abgeben. Ich weiß nicht genau, wie lange die Fährenzeit dauert und wie viel Zeit die dann im Endeffekt von unserer Zeit runternimmt. Komm, fahr. Aber gut, sobald wir halt wieder in England sind, muss ich mich... Ah, Alter, meine Nase juckt schon wieder. Sobald wir in England sind, muss ich mich halt auch wieder an das Linksfahren gewöhnen, was ein bisschen nervig ist, aber gut. Und ja, aber wir fahren machen auf jeden Fall jetzt mit der Fähre noch. Wir sind ja noch erst bei 10 Minuten in der heutigen Folge. Von daher machen wir es auf jeden Fall noch mit der Fähre jetzt. Und ja, schauen dann mal, wie viel Zeit da noch übrig bleibt. Und wir werden langsam auch müde. Also noch 45 Minuten bis... Ja, das ist noch locker Zeit, Alter.
45 Minuten ist noch so viel Zeit. Und wir sind ja jetzt sowieso sofort da. Ja, perfekt. Wir sind direkt schon auf dem Gelände. Ach. Und, ja, können da mal schauen jetzt. Wie viel Zeit das jetzt uns wegnimmt, hoffentlich. Boah, perfekt. Und es nimmt uns 16 Stunden. Ah, alles klar, es sind nur 2 Stunden, die wir da fahren müssen dann. Perfekt, es sind 2 Stunden, die wir da fahren müssen. Ungefähr. Und wir haben jetzt schon 169. Und Alter, wie viel Kohle haben wir jetzt? Alter, wir haben durch unsere Fahrer jetzt so viel Kohle reinbekommen. Wenn wir jetzt unseren Auftrag noch abgeben, in unter 2 Stunden brauchen wir noch bis dahin. Wenn wir da unseren Auftrag abgeben, dann haben wir genug Kohle, um ohne Kredit uns, ja, eben den neuen LKW leisten zu können. Das ist schon mal nice. Ja, das ist auf jeden Fall nice. Mal schauen, ob wir es sogar noch in der Folge, vielleicht schaffen wir es sogar noch in der Folge dort anzukommen, aber den LKW kaufen wir dann trotzdem erst am Anfang der nächsten Folge. Aber es sollte sogar, das sollte sogar möglich sein. Wir haben noch 4 Minuten in der Folge ungefähr. Das war gerade knapp und wir müssen uns an den Linksverkehr gewöhnen. Wir haben noch ungefähr 3-4 Minuten in der Folge Zeit und bis dahin sollten wir es schaffen können, weil wie gesagt, 3 Stunden, obwohl, nee, 3 Stunden Ingame-Zeit bedeuten 5 Minuten echte Zeit. Ja, wenn nicht, wird die Folge ein paar Minuten länger. Das ist auch nicht, jetzt nicht so schlimm, aber wir sollten es auf jeden Fall schaffen. Aber gut, wir sind im Moment hier, können wir nur lahmarschig fahren, weil wir hier in der Stadt waren und lauter verfickte Kreisel haben. Aber gut, da müssen wir halt mal ein paar LKW überholen und ein bisschen rowdy-mäßig fahren. Aber zu rowdy-mäßig ist halt eben auch kacke, weil wir damit ja Unfälle bauen. Aber gut, jetzt fahren wir wenigstens auf der, jetzt fahren wir zwar auf der Landstraße, aber wir dürfen wieder Gas geben und wir haben keine Kreise mehr vor uns. Heißt, wir können jetzt hoffentlich relativ zügig auf unsere Höchstgeschwindigkeit wieder hochbeschleunigen. Weil, naja, wenn wir halt langsamer fahren, dann wird es auf jeden Fall gar nichts mehr in der Folge. Ich weiß es nicht genau. Mit viel Abbiegen und so weiter und so fort wird es natürlich immer schwer, legt man natürlich immer weniger, also braucht man halt länger für dieselbe Strecke. Oder für dieselbe Kilometeranzahl, als wie man halt einfach geradeaus irgendeine Autobahn fährt. Vor allem fahren wir hier nicht mehr Autobahn. Obwohl, doch, vielleicht kommen wir jetzt auf eine Autobahn drauf. Könnte eine Autobahn sein, wo wir jetzt drauf fahren. Oder ist sogar eine. Aber die fahren wir direkt wieder ab, sehe ich gerade. Also es ist jetzt viel Auf- und Abfahren. Und das kostet, das heißt, das werden wir jetzt auf jeden Fall nicht mehr in der Folge schaffen, weil wir jetzt so oft irgendwo rauf und runter fahren müssen, dass das zu viel Zeit kostet. Aber gut, dann, wie gesagt, in der nächsten Folge gehen wir dann auf jeden Fall den Auftrag ab und dann können wir auch direkt uns den LKW kaufen, wollte ich gerade sagen. So. Das ist ja mega geil. Also wir fahren jetzt gefühlt 500 Meter, na, wahrscheinlich sind es 3, 4, 5 Kilometer, fahren wir und dann gehen wir den Auftrag ab. Fahren wir direkt von der Autobahn wieder runter, wieder auf eine Landstraße, auf eine andere. Wir kommen, ja doch, auf 90 km/h kamen wir schon hoch. Aber erst gerade eben. Perfekt. Kannst du nämlich mal gerade ein bisschen aufs Fahren, weil mir hier die Straßen gerade relativ eng sind und ich keine Lust habe, irgendeinen behinderten Unfall zu bauen. Erstmal großartig ausschwenken und ja, ich hatte eben gerade einfach nur wieder vergessen, dass ich auf die linke Spur muss. Ja gut, Linksfahrgebot immer in England, das verwirrt mich, Alter. In echt würde es mich wahrscheinlich genauso verwirren, obwohl da fahren halt dann hunderte andere Autos auch links und da kann man sich daran irgendwie gewöhnen, aber ja. In Amerika ist ja auch Rechtsfahrgebot und so weiter und so fort. Es ist ja nur England, wo es links ist. Oder? Es gibt bestimmt auch noch ein paar andere Länder, wo es links ist, aber es verwirrt halt immer ein bisschen. So, aber jetzt fahren wir noch eine Stunde in-game geradeaus. Das sollte auf jeden Fall funktionieren, aber es ist wirklich ein bisschen abgelegen auch wieder, das Ort, der Ort, wo wir hinfahren. Oder es ist wahrscheinlich wieder so ein Steinbruch oder sowas in der Art, könnte es natürlich auch sein. Und wir müssen auch irgendwann mal tanken wieder. Aber müssen wir jetzt nicht jetzt, wir haben erst einen halben Tank. Da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Luft, dass wir noch ein bisschen fahren können, bevor wir überhaupt erst in die Nöte kommen, dass wir unbedingt tanken müssen. All das müssen wir auf gar keinen Fall jetzt unbedingt tanken. Ach, mal wieder vernünftig hinsetzen übrigens.
kann auf jeden Fall noch beschleunigen. Aber an der Stelle will ich ja schon mal sagen, was ist schon wieder von der heutigen Folge. Das heißt, die restliche Strecke und ja, das Abgeben des Auftrags und eben das Kaufen des LKWs, die dann in der nächsten Folge. Haut rein. Bis dann. Ciao.